Moin Moin YouTube, ich bin momentan unterwegs zu Konami Deutschland hier in Eschborn, nahe bei Frankfurt. Ich bin gespannt, was wir heute alles machen, wen wir alles treffen werden und was die Ergebnisse allgemein von diesem Treffen sein wird. Ich habe keine Ahnung, was ich so alles aufnehmen werde, aber ich hoffe, daraus wird ein cooles Video entstehen. Ich wünsche euch dabei noch gute Unterhaltung. Gut, bevor das losgeht, möchte ich einmal kurz vorwegnehmen, was euch gleich erwartet, weil als ich da hingegangen bin ich komplett unvorbereitet dahingegangen, weil ich ja mich im Umzug befinde. Ich bin momentan in meinem eigenen neuen Wohnzimmer und bin immer noch in der Einrichtung, deswegen habe ich keine richtige Location, bei der ich aufnehmen kann. Ich habe meine Kamera vergessen, die ich hier mit dabei habe. Ich musste alles nachher mit meinem Handy aufnehmen, deswegen sind wahrscheinlich einige Videoparts verwackelt. Ich muss das auch alles anpassen, sodass alles passt. Ich habe eure Fragen mitgenommen, eure Interviewfragen. Ich habe im Endeffekt dann die alle genommen, die alle mehr als 20 Upvotes hatten, weil die fand ich eigentlich ziemlich gut. Das waren im Endeffekt dann 7 statt von den 5. Die habe ich dann hier mit einfach mit ins Video so zwischendurch mit reingeworfen, sodass ihr halt eure Fragen auch beantwortet bekommt. Und ja, ich hatte halt keine richtige Kamera dabei. Ich habe das Ding als Diktiergerät genommen für Ton, aber danach habe ich das dann alles so ein bisschen gefrankensteint, habe ich was von Maurice und von Micha genommen und das dann zusammengeworfen und daraus halt quasi das Interview genommen. Vielen Dank nochmal an beide, dass die mir halt entsprechend die Videomaterialien zur Verfügung gestellt haben, dass ich hier irgendwie hingekriegt habe, das zusammenzuschneiden. Ich hoffe, euch wird diese Art von Vlog gefallen. Es war sehr spontan und sehr improvisiert. Ich hoffe, dass wir, falls wir das nochmal machen, dass wir es ein bisschen besser machen. Jo Leute, willkommen bei Konami. Ja, ich weiß, der Song ist ausgelutscht und ich will auch einen neuen komponieren. Wenn wir umgezogen sind, komplett, dann will ich einen neuen komponieren. Bis dahin müsst ihr euch mit dem abfinden. Wir fangen an mit Max Oelze, der hat gefragt, Konami, wann kommen die Ghost und Ultimate Rares zurück? Bringt sie zurück, bitte. Gibt es dazu ein Statement? Da haben wir tatsächlich von hier aus keinen Einfluss drauf. Das wird komplett von den Kollegen in Japan und USA entschieden. Okay. Und da gibt es auch keine Informationen, ob das sich eventuell ändern könnte von deren Seite. Ghost Rares sind schon geil. Gut, ich bin jetzt angekommen hier bei Konami in Eschborn und wir sind jetzt erstmal hier so ein Aufenthaltsraum. Nicht nur ich bin hier nicht alleine dabei, sondern der Tim auch. Den kennt ihr vielleicht noch von Trader Online, da war ich ja auch mit am Start. Und ja, das ist ziemlich cool. Hier sehen wir ein bisschen Metal Gear Solid. Oh, gefährlich, werden wir vielleicht doch noch rausgeschmissen. Wir haben hier ein nettes Kaminfeuer, eine Switch. Das ist auch noch interessant. Hier, dafür habe ich sogar noch eine Frage von den Zuschauern mit am Start. Und dann haben wir hier ordentlich Yu-Gi-Oh! Stuff. Ordentlich Yu-Gi-Oh! Merch-Dings. Was ich aber am coolsten finde, ist hier einfach der Krüppel Berserker in, keine Ahnung, Italienisch, als so richtig Preiskarte ausgestellt. Like, what? Ja, das ist so krank. Dann habe ich hier auch noch eine Menge Produkte. Ich habe keine Ahnung, was das alles sein wird. Was ist das für krass? Also, das ist das Wichtigste für den Rechner. Das ist eine dicke Anlage. Und ja, jetzt warten wir nur noch auf Card Journalist und auf den Schattenspieler. Und dann geht das los. Dann bin ich gespannt, was wir heute so alles machen. Die nächste ist von Redline. Mich würde interessieren, ob Konami darüber nachdenkt, ein kostenloses Angebot im Internet offiziell zu veröffentlichen. Ein Angebot in Richtung Dueling Network oder DevPro. Sehr viele sind gerade durch solche kostenlose Programme an Yu-Gi-Oh! Erst gekommen. Das sind Duell-Simulatoren für das normale Yu-Gi-Oh! Game. Die bisherigen Spiele sind entweder story-orientiert, kosten viel Geld oder enthalten nicht alle Karten. Einfach ein Programm mit allen Karten, wo man gegen seine Freunde und zufällige Personen im Internet antreten kann. Keine Frage mehr am Ende gewesen, aber ich glaube, wir wissen, worauf er hinausging. Ich kann die Frage zwischen den Zeilen lesen, ist aktuell nicht geplant. Okay. Also einen eigenen Kartensimulator auszubringen. Wir haben uns hier heute zusammengefunden. Stellt euch doch mal alle vor. Jo, ich bin der Kartenjournalist. Was ist denn euer Problemchen heute? Ich muss mich vorstellen dürfen. Ja. Wir haben uns hier zusammengefunden, um ein paar Probleme zu diskutieren. Alles klar. Julio, du auch hier. Herzlich willkommen. Bin gespannt, was wir heute so alles machen. Ja. Habt ihr mehr Infos als ich? Ich habe nur gehört, Karten spielen, Essen und Karten spielen. Bomberman. Stimmt. Bomberman? Das habe ich nicht bekommen als Info. Da bin ich gespannt. Ja. Aber der Schrank hier gefällt mir schon. Ja. Der Schrank ist toll, der ist bestimmt für uns. Ja, das ist ein Werbegeschenk. Dann nächste Frage von Dad to Me. Wird es ein Yu-Gi-Oh! Spiel für die Nintendo Switch geben?
Schöne Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Wir leiten das gerne weiter. Wir haben doch einen Podcast aufgenommen. Wo sind die 5 Jahre, dass wir uns erst wiedersehen zu Yugi-Tubing und nicht einfach innerhalb von den nächsten 1 bis 2 Jahren? Du hast dein Versprechen nicht gehalten. Ja, es tut mir leid. Yugi macht süchtig, weißt du? Ja, es ist echt schlimm, es ist echt traurig. Man kommt nicht weg. Nee, ich würde auch, also sowieso geht es halt irgendwie 2 Jahren richtig los, glaube ich, so nach dem Studium, aber ich halte mich so ein bisschen jetzt einfach drin. Alles klar. Uiuiuiui. Wir haben Speedduel, Decks, sehr cool, da dürfen wir gleich zocken. Mal gucken, was wir da draus ziehen. Nice. So, wir haben Ishizus Grabwächter hier am Start. Wie wir wissen, habe ich ganz lange Grabwächter gespielt. Gutes Deck. Grabwächter ist unfair. Grabwächter ist. Aber Necrovalley ist nicht dabei. Weil es gibt ja kein. Was hast du da? Oh, cool. Das Coole ist an den Karten, die fühlen sich an wie halt so japanische Karten. So etwas gefoilte Common oder beziehungsweise halt Starfall Rare, aber nicht so dünn. Das ist ziemlich cool. Eher glossier. Wenn so die Commons wären, das wäre geil. Das wäre richtig cool. Jetzt muss ich nur noch lernen, was das hier ist, weil ich habe null Ahnung von Duel Links, weil ich das noch nie gespielt habe. Bin gespannt. Dann die nächste Frage von Tommy Clash. Neben deinen am Anfang schon simplen formulierten Fragen habe ich noch eine Frage, die mich ziemlich brennend interessiert. Und zwar, wie weit ist Konami dem aktuellen Spiel, also wie es jetzt gespielt wird, voraus? Wir spielen ja mit Synchro, Xyz, Pendel und zuletzt kam Link. Hat Konami derzeit schon eine neue Beschwörungsart bzw. mehrere auf dem Schirm? Das Ganze muss ja alles gut funktionieren, ausbalanciert sein, bevor es marktreif ist. Und wie viele Personen sind mit der Entwicklung der Kartentexte, Namen und Designs beschäftigt? Wie viel Aufwand macht es, ein neues Set zu entwickeln, bevor es überhaupt zu uns kommt? Das ist sehr breit gefächert. Das war ganz auf Fragen. Das war halt ein Kommentar. Ja, also wir sind ja schon mal, was die Karten angeht, hinter Japan etwa 3 bis 6 Monate hinterher. Das heißt, alles, was dort released wird, kommt bei uns mit der entsprechenden Zeitverzögerung raus. Die wiederum sind ihrem eigenen Release natürlich ebenfalls voraus, weil die ganze Planung ja gemacht werden muss. Die Karten müssen entwickelt werden, getestet werden und so weiter und so weiter. Also mindestens 1 Jahr voraus. Mhm. Ob ein neuer Beschwörungstyp in Planung ist, kann ich jetzt hier weder bestätigen noch verneinen. Und wie viele Punkte, also wenn ihr was sagt zur Entwicklung, also wie viele Leute sind so Hardgame-Design? Wie groß das Team in Japan ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Es sind schon einige, die daran beteiligt sind, wenn man die ganzen Entwickler und die Zeichner und alle mit zusammenpackt. Kann man denn sagen, dass in Japan das komplette Card-Game-Design wird, das heißt, dass ihr in der TCG keinen Einfluss auf die Karten habt, sondern das macht Japan alles? Das grundsätzliche Design und die Entwicklung passiert in Japan. Wir haben aber für die Produkte, die in Europa erscheinen, schon einen gewissen Einfluss zusammen mit den Kollegen in den USA. Alles klar. Das heißt, die Sachen, die in Europa und USA kommen, sind nicht 1:1 die gleichen Produkte, die in Japan erscheinen. Okay. Die Karten von Micha. Ich bin jetzt Joey Wheeler. Die besten Karten, die man ziehen kann. Einfach leer. Nichts, einfach gar nichts. Miss Brand. Gegen Schattenspieler. Und der ist hier gerade richtig Pro, der macht gleich Sky Striker Combo First Turn. Füge mir Tomb Raider. Wow! Und ich spiele hier krasse Gravekeeper. Also ab Ende der. Ja. Stacker. gerade gegen Schattenspieler verloren, der hat wieder gecheatet mit seinem Doppel-Attack-Karten. Aber jetzt spielen wir gegen Card Journalist. Mal gucken, ob seine Clifford-Skills auch bei Joey funktionieren. Glaube ich nicht. Aber vielleicht die Monarchen-Skills, die Tribute Summons sind ja da nicht sehr fern. Bin gespannt, wie das sein wird. Mal sehen, was Joey gleich zu bieten hat hier. Oh Gott, guckst du 6er, da gleich gibt es eine Fusion Summon. LOL. Was für ein Broken Field er erstmal hier hat, das ist so. Wir beobachten einfach mal, wie der Schattenspieler die Seele von Julio auffrisst. Attention Duelists, welcome to the World Championship Finals in Duel Links between Julio and Card Journalist. Both guys have won the Swiss rounds with 2-0, and now we will see who is gonna win this tournament and will crown himself as the champion of the world. Das war ganz gut freigesprochen, glaube ich. Ja, doch. Die Pro Tokens. Ich würde jetzt gerne Link bestimmen. Beobachte einen wilden Schattenspieler bei seinem Umzug. Maurice, was brauchst du nochmal? Mein Kugel.
Most Broken Combo. Skulldice wird annulliert von Seven Tools of the Bandit. Aber, Moment, das wird 1000 Live-Cons bezahlt. Ja, ich weiß. Und, aber es wird zerstört. The last time I saw this card getting played in the meta was during Gear Gear Format. Where Wiretap was not existent. Shuffle. Julio, auch besser bekannt als Yami Yugi. Hart am Winnen hier. So ehrenwerter Julio. Sie haben gerade die Weltmeisterschaft gewonnen. Was fühlen Sie? Es ist unglaublich. Also vor allem diese hier, die Karte, das ist die beste Karte des Spiels. 200 Push für alle Unterwälder und Hexermonster. Die hat alle Spiele eigentlich. Was werden Sie jetzt mit dem ganzen Preisgeld machen? Ja, ich werde das in neue Karten investieren. Professioneller Bomberman-Spieler in seiner natürlichen Umgebung. Ich bin 6. Warte, wer ist 5? Dann spielen wir gerade eine Runde gegen Tim. Wir halten uns ganz gut mit unserem Deck. Drawface, Standby-Face. Oh ja, das Speed-Duel-Ding. War eigentlich ganz cool. Dafür, dass ich halt null Dueling spiele, war ich halt quasi prädestiniert, als Noob da mehr oder weniger einzusteigen. War ein bisschen umgewöhnungsbedürftig mit den neuen Rulings, die man da halt so drin hat im Verhältnis zum normalen Yu-Gi-Oh! War cool, dass wir halt schon vorab mehr oder weniger über einen Monat vor echt Release schon mal die Karten in der Hand haben konnten. Das waren jetzt keine echten Karten, das waren so von denen vorgedruckt. Das sind noch nicht die wirklich aus der Produktion, deswegen sind die auch so ein bisschen anders vom Finish gewesen. Das sollte sich zum Ende der Produktion halt auch so ein bisschen anpassen. Hab dann nichts mit meinem Gravekeeper-Deck gerissen, weil ohne Necrophilie rockt das halt nicht wirklich. Hab aber mein Bestes gegeben, dann haben wir halt noch ein paar andere Duelle gemacht. Da hat jeder so ein bisschen mit seinen Decks gespielt und da habe ich mich, glaube ich, ganz gut gegen Tim gehalten und habe dann im Endeffekt sogar noch mit meinen True Draco Magnite Invoked sogar seine Donnerdrachen besiegen können mit dem Main Deck, was schon ziemlich cool war, weil normalerweise ist mein Matchup halt richtig scheiße Game 1. Dann die nächste Frage von Valiet. Wird das Extra Deck Limit mit der nächsten Extra Deck Mechanik endlich mal angehoben? Vorausgesetzt, es kommt eine. 15 Karten sind zu wenig, um optimal spielen zu können. Das ist in stetiger Diskussion und die Diskussion ist auch noch nicht abgeschlossen. Okay, also man überlegt sich was. Aber erstmal bleibt es bei 15. Oh mein Gott, es gibt Geschenke. What the hell? Würfel meinst du nicht? Jetzt aber. Dann darf man. Nein! Geht's ja gar nicht. Mit Feuer darf ich jetzt nehmen, ne? Ja. Okay. Nimm ich mal eins. Das wollte ich auch nicht. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Heute direkt ein persönliches Geschenk von Konami. Mal schauen, was da so drin ist. Geil, ich habe einen Würfel bekommen. Ich nehme an, hier habe ich nochmal einen USB-Stick. Und eine Yu-Gi-Oh! Trading Card Tasse. Ja, ich habe nie einen USB-Stick gehabt. Hättest du einen USB-Stick bekommen? Bestimmt. Pack mal aus, ich habe gerade keine Hand frei. Lass mal ein Opening machen. Willkommen zum Opening mit Schattenspieler. Okay, alle? Vielleicht hat er 16 GB. Was ist das wohl? Na? Vielleicht ist das ein. Ah! Oh, saugeil! Ich hätte gerne Lanyard gesehen. Ja, cool, jetzt habe ich 2 Sticks. Nice. Wie viel GB hat der? Ich glaube, der müsste 8 haben. Nein, das reicht. Ja, hast du jetzt ein Upgrade gegönnt, was? Ja. Würfel ist ganz nett. Ja, und noch eine Tasche dazu und noch ein Shirt, was dir jetzt passt. Bald. Ja, ist nicht schlecht. Ja, als Student braucht man schon eine Tasche, ne? Also, genau. Und das Wichteln ist da die beste Maßnahme, einen ranzuholen. Oh mein Gott, das war so krass, dass wir nochmal Geschenke bekommen haben. Das war so cool, als ich diese eine Tüte, die schwarze Tüte gesehen habe, dachte ich mir, oh Mann, jetzt gibt's wieder Würfel, oder? Und dann so direkt im blauen Würfel, richtig nice. Ihr habt ja gesehen, was die anderen so bekommen haben. Eigentlich ziemlich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so ein Wichteln machen und dann halt auch nochmal was dazu bekommen, neben den Sachen, die wir so zugesendet bekommen haben. Ich, Depp, natürlich hab nicht alles mitgenommen, dadurch, dass ich halt am Ende relativ schnell wieder zurück zur Bahn musste, habe ich meine Tasse dort vergessen und die ist immer noch bei Konami. Ich hoffe, die kann ich dann irgendwie beim nächsten Mal dort abholen, das war ein bisschen blöd. Ich hätte die gerne halt auf der Arbeit benutzt oder so, aber ich hoffe, dass ich die einfach beim nächsten Mal dann mitnehmen kann. Kaiser Franz fragt. Yu-Gi-Oh! Hat sich zu einem sehr schnellen Spiel entwickelt. Durch Spam geht es größtenteils darum, wer als erster seine Monster ausspielt. Hat Konami sich schon etwas überlegt, wie man die Geschwindigkeit reduzieren kann? Wenn ja, wie? Spielt Speed-Duel. Und es wird langsamer, müssen wir dazu sagen. Ja.
Nee, also da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Das macht komplett die Entwicklung so teil. Oh, wir sind fast durch und dürfen gleich nochmal schön ein paar Videos drehen hier. Nein, noch ein paar Fotos machen wir zusammen. Hallo, Aufnahmeception. Der Noob mit seiner Nicht-DSLR-Cam. Dann die letzte Frage von Destiny Yuto. Das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante von unserer Seite aus. Wie wird Yu-Gi-Oh! Oder wieso wird Yu-Gi-Oh! Weiterhin als Kartenspiel für Kinder ab 6 vermarktet, obwohl die ganzen Effekte, Regeln, die Platzierung der Karten auf Spielfeld und vor allem die Preise an Produkten so fordernd sind, dass es sogar manchen Erwachsenen nicht verstehen bzw. leisten können? Das Spiel ist und bleibt so kompliziert für Kinder. Inwiefern plant ihr, den Kindern das Spiel zu erleichtern, sodass sie es nicht sofort aufgeben, wenn sie irgendwas nicht verstehen? Erstmal wird das Spiel nicht für Kinder ab 6 vermarktet. Das behauptet er, wir behaupten das nicht. Wir geben zu, dass es für 6-Jährige definitiv zu schwer ist, klar. Aber es ist auch nicht unsere Kernzielgruppe. Für die Kleinen haben wir ja jetzt das neue Speedduel, was wir ja vorhin gespielt haben, was einfacher ist, schneller ist und gerade für Einsteiger sehr interessant. Und für normale Spieler, ja, also klar, ich sag mal 13 plus sollte man schon sein, um es richtig zu spielen mit allen strategischen Aspekten, die das Spiel bietet. Okay, die ganze Show ist jetzt durch. Ich sehe den Tim gerade hier im Vorbeilaufen, der auch nach Hause fährt. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, ob nachher das Video irgendeinen Sinn machen wird. Ich bin gespannt. Welches? Das Video hier zu dem ganzen Ding. Ach so, ja, das ist, also wir hatten halt viele verschiedene, wie soll ich sagen, viele verschiedene Punkte. Ja, wir haben Fragen, Spiel und Spaß, eigene Duelle. Ja, vielleicht hast du explizit zu dem Interview willst oder dann was für anderes machen oder weil. Ich werde es zusammencutten, ja, keine Sorge, das wird nicht pure kommen. Und wir haben sogar noch am Ende geheime Packs bekommen. Die werden wir nochmal aufmachen und gemeinsam nochmal irgendwie auf YouTube vorstellen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wir dürfen es nicht aufmachen, bis wir zu Hause sind. Ja. Daher, das ist total geil hier. Ich kann gerade nichts sagen, überhaupt nichts dazu sagen zu dem ganzen Event. Das ist einfach so cool gewesen. Fahr du mal nach Hause, bevor du in den Staub kommst. Das war eine einzigartige Erfahrung. Es war toll, auch die anderen YouTuber wieder zu treffen, wie Maurice und den guten Cut Journalist, den wir schon seit Ewigkeit nicht getroffen haben. Und ich hoffe, dass wir demnächst noch öfters sowas mit Konami machen. Sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat dieser Vlog-Thing Spaß gemacht. Ja, wenn ihr jetzt noch dabei seid, seid ihr mehr oder weniger in der Endcard. Mein Fazit zu dem ganzen Ding. War eine Menge für das erste Mal. War so ein Kennenlernen erstmal auf erster Ebene. Bisschen so die Mitarbeiter und Konami selbst als Unternehmen kennenzulernen. War ziemlich cool. Ich hoffe, dass wir das noch öfters machen können. Die Fragen, die ich jetzt hier eingebaut hatte, das waren halt eure Fragen. Ich habe noch deutlich mehr gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen Yogi-Tuber, die Interviews, glaube ich, morgen hochladen, ob die auch Fragen von mir damit reinnehmen, weil wir hatten so viele Fragen. Wir hätten, glaube ich, noch 3-4 Stunden weiter fragen können. Natürlich sind nicht alle Antworten wirklich komplett beantwortet von denen, gekonnt werden, weil die halt als Deutschland halt nicht viel Einfluss drauf haben. Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen öfters uns zusammentreffen, dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen, können wir uns halt ein bisschen näher kommen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Antworten auf Fragen auch von den anderen Einheiten, was Japan und Amerika angeht, um halt wirklich auch für uns als Spieler das ein bisschen klar zu machen und halt ein bisschen, ja, die Interaktion zwischen dem Unternehmen und uns Spielern irgendwie zu erschaffen. Das wäre jetzt ziemlich, ziemlich cool. War auch nice, dass ich wieder die anderen YouTuber treffen konnte und so ein bisschen Spaß haben konnte. Und ich hoffe, dass wir es einfach mal nächstes Jahr irgendwie machen. Das ganze Spielen so zwischendurch und die Geschenke ist ein nettes nice to have. Aber das war nicht wirklich unsere Intention für das Treffen. Das Treffen war halt wirklich wichtig, dass wir erstmal so eine kleine Verbindung zu Konami schaffen. Und ich hoffe, das wird irgendwie in Zukunft noch weiter ausgebaut. Und dass wir die Community ein bisschen besser in das Kartengame integrieren können. Und ich hoffe, dass wir hier vielleicht, wir die ersten 4 sind, die quasi den Schritt machen als YouTube-Channels und euch irgendwie nähere Sachen mitbringen können oder eure Fragen aus der Community wieder dorthin bringen können. Ich hoffe, wir werden das nochmal machen, dass ihr dann noch mehr Fragen mitnimmt. Ich habe schon Ideen über, man könnte eigentlich quasi einen Livestream mit dem machen. Man könnte direkt einfach richtig viel rüber Livestreamen und direkt Fragen und Antworten machen. Da gibt es so viele Ideen, was man machen könnte. Ich habe noch keine Ahnung, was wir davon genau machen. Falls ihr Interesse habt, ich glaube, der Tim und der Card Journalist, der Micha, die haben beide, glaube ich, gevloggt, parallel, als wir dort da waren. Eventuell auch der Julio, ich bin mir ganz sicher. Und wir haben halt diese Fragerunde gemacht, die viel länger war als nur diese 7 Fragen, die ich da gestellt habe. Oder die ich im Rahmen von euch gestellt habe. Checkt auf jeden Fall deren Channels ab und deren Videos. Wie gesagt, noch am Ende das geheimberüchtigte Opening von den Sachen, die sie uns mitgegeben haben. Das wird es dann am ersten Weihnachtsfeiertag dann auf allen unseren Channels geben. Ich bin gespannt, ob es jeder was anderes da drin hat oder ob wir das gleich haben.
ich habe keine Ahnung, was da drin ist, jetzt einfach nicht aufgemacht zur Aufnahmezeitpunkt hier dieses Videos. Ich habe euch halt diese Art von Vlog gefallen und das nächste Mal nehmen wir auch dann die Cam mit, sodass wir ein bisschen bessere Qualität haben und nicht so viel improvisieren müssen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz cool geworden. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.